Und damit willkommen zu einer kleinen Episode Luma Island. Möchtest du auch so einen schönen kleinen Begleiter haben, wie ich den jetzt hier habe? Guck dir das mal an, diese kleine Schnecke, die da einfach auf ihrem Skateboard neben mir rumfährt. Ein sogenannter Luma. Vor langer Zeit waren ja die Lumas hier auf der Insel und haben den Menschen geholfen. Und man kann sie jetzt finden in den sogenannten Eiern, in den Luma-Eiern. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt schon eine Schneckenluma gefunden. Und es gibt bisher schon von mir zwei herausgefundene Möglichkeiten, wie man auf jeden Fall sehr einfach so einen Begleiter bekommt. Und das werde ich dir jetzt mal zeigen. Überall auf der Insel findet man diese sogenannten Opferkristalle. Die sind so gelb leuchtend und die sammelt ihr einfach ein. Und steckt die dann hier in die Steine rein, dann öffnet sich diese Tür und dahinter sind Truhen und in einer Truhe ist auf jeden Fall dann ein mysteriöses Ei und ihr braucht dann später auf jeden Fall auch noch eine Maschine, um das auszubrüten, das zeige ich euch dann aber noch. Also auf jeden Fall dann hier hingehen, das ist hier auf der Karte, ne, ihr seht das ja jetzt, das ist dort auf der Karte. Da macht ihr dann die Opferkristalle rein und holt euch einfach euer Luma-Ei. Kann ich jetzt hier leider nicht machen, weil das gestern Matthias schon bei uns gemacht hat. Aber ich werde auf jeden Fall auch zwischendurch noch einblenden, was er denn da für einen Begleiter bekommen hat. Die zweite Stelle, wo wir so ein Luma-Ei bekommen können, ist gar nicht weit weg von unserem Wohnwagen. Wir laufen jetzt hier nämlich einfach nach rechts diesen Berg hoch und da ist schon diese alte Ruine. Müssen uns aber mal eben ganz schnell um den Geist hier kümmern mit unserer Peitsche. Das geht aber eigentlich ganz gut. Kriegen da sogar noch verlorene Geister. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir unser Werkzeug, unsere Peitsche aufwerten wollen. Hier ist das nämlich. Einfach eintreten und dann sind wir schon im antiken Farmtempel. Und da müssen wir dann alle Räume durchschreiten. Auf jeden Fall zwischendurch gucken. Wenn da Vasen sind, dann solltet ihr die auf jeden Fall auch mitnehmen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern hier, aber ein kleiner Tipp, um das Ganze jetzt hier in Gang zu bringen. Eins der Werkzeuge könnte vielleicht dazu dienen, diesen Schalter da zu erreichen und dann diese Tür hier zu betätigen. Und wie gesagt, da müsst ihr 12 Räume, waren es glaube ich, durchschreiten. Müsst so ein, zwei Rätsel lösen, müsst vor den Fallen aufpassen. Und am Ende wartet dann eine große Kiste und dann kriegt ihr da auf jeden Fall ein Ei raus. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das dann ausbrütet. Hier im Laden, im Bauplanladen, könnt ihr euch den Inkubator holen. Den habe ich mir ja schon gekauft, deswegen taucht er jetzt hier nicht mehr in der Liste auf. Also auf jeden Fall hier beim Bauplanladen, da könnt ihr euch den Inkubator holen. Den müsst ihr dann einfach nur bauen. So sieht er jetzt hier bei mir aus. Einfach dieses, sieht so ein bisschen aus wie ein Schokoei. Und das ist ja der Luma-Inkubator. Und da sehen wir das jetzt, dass ich dann hier dieses mysteriöse Ei hatte und dann diesen Helfer bekomme. Dafür brauchen wir einmal das mysteriöse Ei und noch, das zeigt er uns sowieso an, dass wir da noch dieses Luma-Leben brauchen. Aber da werdet ihr wahrscheinlich auch was von bekommen. Das ist gar nicht mal so schwer zu bekommen. Dafür braucht ihr nämlich hier Naturgeist, sehen wir ja alles, was wir da brauchen. Also dafür braucht ihr dann diesen Geist und den kriegt ihr durch das Fällen von Bäumen, Pflanzen und so weiter. Also alles, was der Nahrungssuche dient, das ist dann ganz einfach und dann kommt das dabei raus. Ich blende jetzt auf jeden Fall auch mal ein, was denn bei Matthias war. Und da seht ihr das jetzt, Matthias hat nämlich einfach nur einen Wurm, der an einem Ballon ist. Fand ich auch eigentlich sehr lustig. Also das Spiel macht uns wirklich sehr viel Spaß. Wir haben schon einige Zeit gespielt und wenn ihr weitere Tipps und Tricks sehen wollt zu Luma Island oder vielleicht auch Stellen habt, wo man so ein mysteriöses Ei noch bekommt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ich hätte noch gerne weitere Helfer und ganz cool auf jeden Fall auch, Moment, wo ist er? Nicht wegfahren, Kollege. Nicht wegfahren. Man kann den nämlich streicheln, da bekommt man nämlich Luma-Energie und die braucht man auch noch für verschiedene Sachen. Also solltet ihr auf jeden Fall euren Begleiter auch einmal pro Tag streicheln, um diese Energie zu bekommen. Oder ihr füttert ihn, das geht natürlich auch. Ich kann jetzt diese Beeren nehmen. Warte mal, ich werfe ihm die einfach mal dahin. Die werfe ich jetzt dahin und dann fährt er jetzt dahin und dann ist er... Ups, Moment, ich wollte die nicht... Tut mir leid, mein Freund, ich wollte die nicht selber aufsammeln. Nimm sie dir. Jetzt fährt er nämlich dahin und dann isst er die und dann bekomme ich auch nochmal Luma-Energie. Das ist sehr praktisch. Also, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.